Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Meine Güte. Wo? Wir wollen uns ein bisschen weiter umgucken, ob ich ja gesagt habe. Gucken wir uns mal hier um. Oh, ich traue meinen Augen nicht. Artyom. Hallo. Es geht dir gut. Du hast uns ganz schön Angst eingejagt. Artyom. Wie geht es dir, mein Freund? Offenbar gut. Entschuldigung, das schreit nach einer Zweifel. Artyom. Noch ein paar Narben mehr und du wirst für Frauen unwiderstehlich. Und wir gerade davon sprechen. Aljoscha, wie waren die ganz der Alte? So? Leute, könnt ihr aufhören, ihn zu belagern? Habt ihr das auf Idiot? Also, wegtreten! Ich gebe euch 2 Stunden, Leute! Ja! Oh, also ganz ja. Ich wusste es. Ja. Also habe ich etwas mitgebracht. Party! Bitte lasst uns das letzte Mal. Halte durch, Artyom! Und? Wieder nichts? Artyom, das Einzige, was ich höre, ist das Ticken des Geigerzählers. Ach ja, und dann sind da noch diese verdammten Dinger, die ständig vor sich hin krächzen. Lass uns nach Hause gehen, mein Schatz, bitte. Okay. Meinst du nicht, ich würde es auch vorziehen, an einem Strand oder in einem grünen Wald zu leben? Aber hallo. Aber was bringen solche Fantasien in einer so stillen Welt? Sie ist still, Artyom, weil sie tot ist. Nochmal nach dem Einschlag einer Atombombe. Also, vermute ich zumindest. Die Zeit ist rum. Wir müssen die Filter wechseln. So, dann einmal kurz. Los, wechsel deinen Filter. Hast du nicht schon genug Zeit im Krankenlager verbracht? Gut. Haben wir das auch erledigt? Dann kommen wir hier. In Ordnung, gehen wir los. Hoffe ich mal, ja. Vater wird mich umbringen, wenn er herausfindet, okay, mit Kreisgeber und Ducken. Sogar doppelt, wenn er erfährt, dass wir in einer Verbotszone der Hanse waren. Bist du schon in all diesen Ruinen gewesen? Nein. Siehst du diese Zerstörung? Und Moskau hatte die beste Luftverteidigung im ganzen Land. Wenn Moskau jetzt so aussieht, wie mag dann der Rest der Welt aussehen? Keine Chance, dass hier oben irgendwas anderes als die Monster lebt. Könnte aber auch Krieg. Ach, das ist, oder das ist ein Kriegsgebiet. Vielleicht solltest du zum Orden zurückkehren. Wir könnten zur Polis ziehen. Papa hat gesagt, er würde eine Wohnung für uns organisieren. Denn wenn nicht wir, wer dann? Eine Wohnung. Mit Küche und Dusche. Hier sollten wir nacheinander gehen. Boah, alte Laber mit. Jetzt bist du dran. Ändern kannst du es ja eh nicht mehr. Nö. Wir müssen echt aufpassen hier auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir wissen ja, wie gesagt, es passt perfekt in dieses The Division Let's Play rein. Nach dem The Division, nach dem Einweltuntergang geht es mit dem zweiten Teil weiter. Auf jeden Fall, das wird jetzt, habe ich gedacht. Schon wieder. Wow. Das hier scheint ein Gehen zu sein. Alter. Hast du das gehört? Ein Rudel. Das hat gerade noch gefehlt. Hey, Rudel? Oder hinten, ja. Sie weg.
Ein Glück, dass die Mutanten sich gegenseitig ebenso sehr hassen wie uns. Ich verstehe wirklich nicht, warum diese Zone für Stalker verboten ist. Die Strahlung und die Viecher sind nichts Besonderes. Ja, da bin ich gerade so ein bisschen in Tschernobyl. War das eine gute Idee, die anzugreifen? Tja. Bitte. Aber hallo, kann ich die Waffe nicht irgendwie wechseln? Vermutlich zu gefährlich, oder? Ja, so ein bisschen Mix aus Rudel und... Nee, Fotomodus... Kann ich was... So. Wie wäre es, wenn wir die Bahnstrecke über die Brücke überqueren? Das würde uns einen Umweg ersparen. Verdammt! Zu hoch! Hey, Atjom, hilf mir, da hochzukommen! Ja, warte, ich muss gerade nur kurz meine Filter, meine Maske wechseln. Scheiße. Ich hab grad die Maske nicht auf und du... Ja. Und du laberst... So, ich muss die Maske aufziehen. Oh, Glück gehabt. Puh, das war knapp. Meinst du, hier ist noch wer, der antwortet? Tja, siehst du das? Das bilde ich mir doch nicht ein, oder? Ein Zug? Ja. Bedeutet das auf jeden Fall noch irgendwas ist? Ein Zug? Ein verdammter Zug an der Oberfläche. Wo? Das sind unsere Leute vom Osten. Man scheint verfolgt. Oh. Rettung! Ich glaube nicht, dass das Rettung war. Das hättet ihr vorher feststellen müssen, Arschlöcher. Atjom, Gott sei Dank. Diese Typen, sie gehören zur Hanse, nicht zum Orden. Diese Arschlöcher. Die haben mir eine schöne Nummer abgezogen. Tja, dafür wird Papa ihnen den Arsch aufreißen. Was ist in eurem Moskau überhaupt los? In unserem Moskau? Du sagst das so, als wärt ihr nicht von hier. Sind wir auch nicht. Unser Dorf liegt etwa 200 Kilometer entfernt von hier. Was für ein Dorf? Ihr seid nicht aus Moskau? Ein ganz normales Dorf. Wir sind hergekommen, um den Vater des Jungen zu finden. Vor etwa einem Jahr ist er nach Moskau aufgebrochen und nie zurückgekommen. Und dann wurden wir von denen hier erwischt. Du meinst, es gibt Leben da draußen? Warum sollte denn da keins sein? Klar, es gibt viele schlimme Orte und Bestien. Aber wir kommen zurecht. Atjom, du hattest recht. Da draußen leben tatsächlich Menschen. Wir wussten es nicht. Wir dachten, wir seien die einzigen Überlebenden. Gott, wir müssen der ganzen Metro davon erzählen. Hey, ihr habt uns fast zum Arsch der Welt gefahren. Damit kommen Sie schon klar. Gebt ihnen wenigstens ihre Masken zurück. Keine Masken. Was für eine kranke Sache, was für eine kranke Geschichte.
Das wird doch richtig lustig werden, das Let's Play, glaube ich. Aber es klingt interessant. Bisher. Na komm. Komm ich jetzt nicht hoch, oder was? Doch. Nö, unten drunter. Alter, liegen überall Leichenteile. Was für eine kranke Scheiße hier abgeht, die gegangen ist. Was ist das? Ach, ein Medikit. Okay. Naja, unsere Waffen haben wir jetzt natürlich nicht mehr. Ja, ich komme noch nicht hoch, ne? So, gehen wir mal rein. Da machen wir mal wieder sauber. Ja, scheinbar wir brauchen hier keine Masken mehr. So. Alter. Diesen Viecher möchte ich nicht ungern ohne Waffe begegnen. Die verdammten Telepathen sind durchgebrochen. Die Arbeiter sind erledigt. Richte deine Waffe auf die Öffnung. Wenn irgendwas durchkommt, dann schieß. Ich muss wachsam bleiben. Das hier ist definitiv kein sicherer Ort. Scheiße. Hey, was war das für ein Geräusch? Ich wollte hier nicht weiterkommen zu können. Dann probieren wir es hier oben. Achtung, die Drehscheibe wird aktiviert. Entschuldigung, ich bin gerade am, dass ich wenig spreche. Ich bin gerade ziemlich geflasht von der Umgebung hier und so ein bisschen alles drum und dran. Wir haben genug von deinem Gejammer, du alter Stinkstiefel. Du wanderst direkt in den Graben, wenn du nicht still bist. Jetzt hör zu. Wenn du hier rauskommst, werden wir so eine Scheiße nicht noch einmal dulden. Okay? Tiere. Hm. Wie können sie nur? Was kann ich nur tun? Da. Halt die Fresse. Ein Psst. Ein Telepath. Hau ab, halt die ab. Schalt doch die Klappe. Kaputte. Oh, mein Gott. Wegen
dir hat sie so geschrien. Lebendig! Du bist wegen ihr gekommen. Also gut. Ich werde dir helfen. Endlich bin ich mal nützlich. Okay, sie haben das Mädchen zum Verhör durch den Kommandeur in die Basis gebracht. Okay. Ich kann dich nicht zum Haupteingang bringen. Da sind zu viele Wachen. Aber vielleicht klappt es von der Rückseite. Dann tun wir das nochmal. Auf geht's, aber nicht zu hastig. Wenn die dich bemerken, sind wir beide erledigt. Warte! Du bleibst besser im Schatten. Kann man das hier aber mal sich... Du machst heimlich das Licht. Schon dran. So, den Plan habe ich tatsächlich... Anscheinend sind die Reparaturen am Generator noch nicht abgeschlossen, Feldwebel. Senja, sag den Arbeitern, die nicht sollen... Nicht so schnell. Ducken und keine Geräusche machen. Also kannst du deinen Kopf doch noch benutzen. Bleib nah an der Wand. Yermak, bist du das? Ja. Was stammelst du da? Komm her und hilf dir beim Reparieren. Jawohl, komme schon. Na los, na los. Das sollte ein Kinderspiel sein. Gehen wir da mal hoch. So, wir kriechen da mal schön entspannt durch. Ja, als ob du mir sagen müsstest, was ich zu tun habe. Reparier lieber die Leiter hier. Warte. Du musst ihn ausschalten. Kannst du das leise erledigen? Was ist da eigentlich mit den Arbeitern? Was murmelst du darum? Kann ich dich da jetzt... Das krieg ich doch hin. Ja, ja, alt zu werden ist nicht schön. Sie bemerken dich, wenn das Licht an ist. Ist das Licht aus? Machen wir das so. Zack, zack. Warte, warte einen Moment. Warte. Das ist doch... Er schaut hierher und wir müssen zu dieser Tür. Versuch ihn abzulenken. Da liegt etwas Müll herum. Werf ihn. Zum Müll. Na super, das war natürlich nicht der Plan an der Sache. Scheiße. Okay, dann probieren wir es nochmal. Danke. Auf geht's, komm. Geh durch, na los. Na dann tun wir das doch mal. Schnauze. Alarm!
So, zumindest haben wir wieder eine Waffe. Geil. Jetzt gibt's, glaube ich, nochmal Ärger. Das, glaube ich, hat man. Keine Bewegung. Achtung. Steuereinheit beschädigt. Idioten. Es herrscht Krieg. Ein Tod reicht euch wohl nicht. Ihr Spastgast. Das ist ein universeller Reif von Störsendern. Was? Deshalb kann Moskau niemanden empfangen. Und niemand uns empfangen. Notabschaltung angeleitet. Scheiße. Das ist gar nicht. Doch, ist es. Und ob das die Rettung ist, das sehen wir dann in der nächsten Folge.